Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ben's Battle Club. Ja, hier mit Fräulein Sprocket an meiner Seite und heute mal einen Kampf nicht von mir und auch nicht von Sprocket, sondern von Yogaho, den kennen wir ja aus dem Stream. Hat mir ein schönes Kampfvideo geschickt und gegen einen Passanten. Gegen einen, auf dem Kampfplaza, schätze ich mal. Und würde ich sagen, gucken wir doch mal rein. Ich stelle allerdings erstmal die Teams vor. Und zwar Yogaro hat mit Milotic, Togekiss und Dragoran. Und der japanische Gegner hat Logok, auch ein Togekiss und Viscogon. Interessant. Also Wasser, Viehdrache gegen Feuer. Ja, interessant. Dann gucken wir noch mal rein und schauen uns mal an. Ja, mit Team Flairmucke. Und ja, Yogaro fängt an mit Milotic. Und gegen Viscogon. Kein so schlechtes Setup, allerdings natürlich Viscogon eine extreme Special Ward. Also zieht er zurück und holt seinen Dragoran raus. Drachenbattle. So, ja, Multischuppe richtet nicht so viel Schaden an. Da kommt kein Schwächeschutz oder so. Nee, zählt das bei der Ravnitz? Nee, zählt er nur bei sehr effektiven Attacken. Okay. Also es kann sein, dass er einen trägt, ich weiß es nicht mehr. So, und dann kommt der Eisstrahl. Dann würden wir es jetzt sehen. Wird wehtun. Oh, no, das reicht. Ja, weil vierfach effektiv. Und Eieiei. Okay, so, da hört der Togekiss. Und Togekiss kommt erstmal mit der Donnerwelle. Das ist doch nicht so verkehrt. So, allerdings kommt da wieder der Donnerblitz vom Viscogon. Das war ja irgendwo klar. Und Macht ganz schön viel Schaden. So, der Luftschnitt kommt. Ja, jetzt geht's auf Paraflinch. Paraflinching FTW, ja, klappt einmal. Und dann kommt erstmal der Ruheort. Aber zieht nicht so viel ab, ne? Nie, weil, ja, ne? Nö. Special Wall und so. Ja, Donnerblitz. Nicht mehr ganz so viel. Wie sieht sich das Luftschnitt speziell? Ja. Ich weiß nicht, was gibt es eigentlich noch für Attacken, die speziell sind und Flug sind. Spezielle Flugattacken? Ein Stoß? Nee. Ich war schon wieder zurückgeschreckt. Ja, schon wieder. Einmal geparat, zweimal geflincht. Nochmal geparat. Also Paraflinch at its best sozusagen. Ja, ich glaube auch. So, nochmal. Da reizt der Yogaro sein Glück ganz schön aus, du. Nochmal, jetzt hat er sich von mir abgeguckt wahrscheinlich. Also und nochmal. Dass der Gegner dann nicht sagt, scheiß drauf, Alter, Rage Quit oder so. Ja, ich glaube, also da kann man echt Rage Quit. Ich denke hier, mühsam ernährt sich das grün gestrichene Eichhörnchen, war wenig Schaden, aber trotzdem tot gekriegt. Ja. So, damit wir Viscogon aus dem Weg geräumt, da kommt Logok. Und natürlich ist es das, was es immer ist. Es ist Mega Logok. Mega. Man sieht keine normalen Logoks mehr. Das ist so schade. Logokel? Ja. Ja, natürlich kommt da erstmal der Schutzschild. Ja, damit er nicht pusten kann dann. Damit erstmal der Temposchub kommt, ist klar. Ja. Ich finde es wie gesagt ein bisschen traurig. Oh, Steinkante. Ja. Und Togekiss ist weg vom Fenster. Wahrscheinlich, um halt die Flugschwäche ein bisschen auszukontern. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, wir haben noch Milotic. Rauswindend. Oder, also, Yogaro hat noch oder rauswinden will vielmehr. Ja, da kommt der Turmkick. Oh! Ja, das ist halt die Gefahr beim Turmkick, ne? Oh! Weil macht der dann noch gut Schaden. Ja, das ist Free Kill Logok für Milotic. Eieieiei. Ja, so ist es, wenn man mit Turmkick spielt. Da ist man immer ein bisschen im Risiko. Ja, das stimmt. So, jetzt kommt das eigene Turmkiss. Donnerwelle, das ist natürlich so eine Sache, weil das Milotic wird wahrscheinlich Notschutz haben. Mhm. Und das heißt, Milotic hält jetzt extrem viel aus. Ja, wahrscheinlich will er jetzt selber mit Paraflinch kommen. Und das könnte natürlich sein. Ja! Oh. Yogaro, was tust du? Alter, mehr Hex geht aber auch nicht, ne? Du sagst, ich bin eine Hexe, dann ist ja Yogaro mein Meister. Ja, ich glaube auch. Eieieiei. So, jetzt bin ich aber gespannt, ob das Turmkiss wie noch auftaut. Das ist natürlich jetzt eine Hausnummer. Mit Paraflinching, mit Turmkick daneben und mit Einfrieren. Aber dann auch Respekt an den Gegner, dass er da immer noch nicht geragequittet hat. Anscheinend ein anständiger Kämpfer. Viele hätten gesagt, ey Scheiße, jetzt gebe ich auf, Mann, das ist so bescheuert gerade.
Ja. Du hast ihn da geflincht, dann Turmkick daneben, jetzt eingefroren, ey, keinen Bock mehr, weißt du? Ja, das Ding ist ja, gut, wenn er jetzt ihn zum Flinchen kriegt, also mit dem Karten durchgibt, das heißt, Turmkiss auftaut, ja. Könnte er noch Glück haben, allerdings, ne? Ja, langsam war man sicher nicht mehr. Halt einfach steif gefroren. Und wie in Pokémon Stadium nur gesagt wurde, es ist steif gefroren. Starren einander an. Oh, es erlebt immer noch. Jetzt müsste es aufwachen, wenn es komplett verlegt. Jetzt müsste es auftauen, das wäre es natürlich. Aber? Nee. Immer noch. Eieieiei. Yogaru? Ja. Nice one. Nicht schlecht, der Herr, nicht schlecht. Das ist natürlich ein schönes Ding. Krass. Das ist natürlich sehr schön. Eieiei. Mein lieber Scholli, du. Da hat er ja. Also, ich bin ein bisschen sprachlos. Ja, so viel Hex in einem Kampf ist halt schon ein bisschen sehr bitter. Ja, ja. Ja, dann straff ich mal die Schultern und straff die Schultern. Komm zum nächsten Kampf, der ist dann wieder von mir. Und zwar mit drei neuen Pokémon. Zwei haben wir ja gestern schon gesehen. Ja, zwei kamen gestern schon vor. Und zwar. Einmal Azumarill, einmal Gravit und einmal ein Rihonior. Neueste Errungenschaft. Ja, bin ich auch sehr stolz drauf. Michael oder Michael, ich weiß ja nicht, wo er herkam. Nee, war glaube ich ein Amerikaner, also Michael wahrscheinlich. Michael hat Fiaro, Yveltal und Quaint. Ich will mal Greninja sagen. Das war übrigens interessant, das waren die einzigen drei Pokémon, aus denen er wählen konnte. Was, also er hat nur die drei mitgehabt? Er hat nur die drei mitgehabt. Okay, ja. Dann hat er sie vielleicht ein bisschen aufeinander abgestimmt. Wer weiß. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Kampf ausgeht. Guck mal. Vielleicht zerlegt er dich an. Michael. Oh. Ja. Okay. Ich habe gerade auf die Wundenzahl geguckt. Ja. Vielleicht hätten wir vorher mal reinschauen sollen. Ach, das macht nichts. Passt schon. So, dann kommt er mit Strauchler. Keine Wandlungskunst? Nee, keine Wandlungskunst. Tatsächlich, ja. Und das wird wehtun. Ja, weil mich. Ja. Volltreffer, Alter. Volltreffer. Vielleicht Durchspielteam, weil der nimmt ja schon Kaiutsu ohne Wandlungskunst mit. Das ist ja recht ungewöhnlich. Wüsste ich jetzt nicht. Ja, aber. Also ganz ehrlich, Azumarill gegen Fiaro, Yveltal und Kaiutsu hat ja nur Vorteile. Ich meine, Unlicht, ja. Unlicht, Feuer gegen Übrigens Wasserfee. Übrigens war gerade noch ein Volltreffer. Azumarill hat da richtig Bock zu kämpfen. Okay. Ja, und dann kommt er mit Talon Flame. Und gibt auf. Okay, ich dachte, du machst es wenigstens noch irgendwie. Nein, Spaß, Leute. Wir machen noch einen, Okay. Zwei. Ich wollte es nur mal machen, es war schon. Wusstest du, dass der nur drei Runden geht? Ja, ich wusste, dass der nur drei Runden geht. Okay. So. Ich nicht. Es war ein Späßle, mein Häsle. Apropos Hase, Rihonio, Azumarill und Gravit bestreiten noch diesen Kampf gegen Angel mit Krivutak, Dragoran und Stolos. Ah komm, der war gut. So, wir gucken ich schnell mich rein. Leicht verarscht. Leicht? Echt? Wenn der jetzt 30 Runden hat, gehe ich aber. Nee, er hat tatsächlich ein bisschen mehr als der vorige, aber nicht viel. Okay. Aber das gleicht sich ja so ein bisschen aus, ja. So, er fängt an mit Stolos und ich komme mit Rihonio. Das ist mein episches. Riesige Horndinger stehen sich gegen. Oh Gott, wie riesig ist der denn? Rihonio ist tatsächlich richtig krass groß, ja. Hallo, ich will Rihonio. Rihonio geht ein bisschen nach links. Ich sehe das Feld nicht mehr. Ja. So, er kommt mit Metallstoß. Ja, macht allerdings nichts, weil Metallstoß ist ja eine Attacke. Da muss ich erst eingreifen. Ja. So, er hat Robustheit. Ja. Und kommt jetzt mit dem Eisenschädel. Aber der Witz ist, Rihonio hat ja die Fähigkeit Felskern und trägt bei mir noch eine Offensivweste. Also hält er gut aus. Das heißt, richtig guter physischer Tank sozusagen. So, da kommt Dragoran und der hat Surfer. Oh. Ja, allerdings, er steckt es weg, obwohl vierfach effektiv. Ja. Das fand ich nicht cool. Nicht. So, dann komme ich mit Felswurf. Sieht aus, wie die mit dem Fuß schießen, weil er immer so hopst. Ja, allerdings treffe ich nur zweimal, das ist natürlich blöd. Ja, dann kommt er nochmal mit Surfer. Aber Rihonio hat einen guten Job gemacht. Also ein spezielles Dragoran, ne? Ja. Fällt mir gerade auf. Das müsste bestimmt speziell sein. So, und dann kommt wieder Almighty Azumarill.
Und er kommt mit Orkan. Da dachte ich so. Oh. So. Wird er nicht durch, macht aber gar nicht so viel Schaden. Ja, verwirrt auch nicht. Und. Gewaltbandit. Nee, Schalt. Nee. Gewaltbandit. Also physische Attacken richten noch mehr Schaden an. So, dann hat der Knacker gleich mich sehr gefreut, dass er noch Knack mit hatte. Und er kommt mit Mega-Knack-Knack. Jo. Der idiotische Sensenmann, wie ich ihn gerne nenne. So, Drachenstoß auf Azumarill, nee, ist klar. Knuddel mich! Ja, das Azumarill ist auch so eins, wo du ein bisschen vergisst, ja, ist ja eine Fee, ne? Ja, das stimmt, bei Azumarill vergisst man es, glaube ich, echt am häufigsten mit. Ja. Und das war's auch schon wieder. Und das war's auch schon wieder, aber das passt von der Länge her. Ja. Also sorry Leute, wenn ich euch ein bisschen getrollt habe mit dem anderen Kampf, aber das fand ich so lustig, das musste sein. Ja, dann heute mit 3-3er kämpfen. Naja, sagen wir mal. Ich geh wieder nach Hause. Sagen wir mal 2,5, ne? Ja, liebe Leute, falls euch die Folge gefällt, dann gebt doch einen Daumen hoch. Wenn nicht, ja, wenn ihr genug vom Trollen habt, dann guckt ein anderes Video. Guckt ein anderes Video, gebt keinen Daumen runter. Das Video teilen und kommentieren nicht vergessen. Und wenn ihr ganz viel Lust habt, dann abonniert mich doch. Es würde mich sehr freuen und ihr würdet auf dem neuesten Stand bleiben. Ja, macht euch noch ein schönes Wochenende. Morgen ist ja auch nochmal frei. Und frei! Ja, Freiheit, Ostern und so. Und dann sehen wir uns zum nächsten Pokémon-Video wieder oder halt zu Yoshi's New Island, je nachdem, was er guckt. Und dann macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.